So, jetzt darf ich. Ja, ich lasse jetzt mal das Video laufen und erkläre dann noch mal kurz was. Missionsbesprechung für Team Alpha beginnt. Commander, Sie leiten Team Alpha, eines von drei Erkundungsteams, die vom Projekt ausgesandt wurden, um Artefakte aus der Zeit vor dem Kollaps zu bergen. Ihr Zielgebiet liegt in der westlichen Zone. Commander, richten Sie in diesem Sektor eine vorgelagerte Basis ein. Sobald die Basis eingerichtet ist, machen Sie sich auf die Suche nach einem Gebäude aus der Zeit vor dem Kollaps, das in diesem Sektor zu finden ist. Dieses Gebäude enthält vermutlich fortgeschrittene Technologien aus dem Bereich der synaptischen Verbindung, die für den Erfolg des Projekts lebenswichtig sind. So, das war das Intro. Intro, ja, das, genau das war das Intro. Energieressource. Nein, das war das Video der ersten Mission. Auftragsvideo, was wir zu tun haben. So, dazu möchte ich sagen, ich. Aufklärungsbericht. Mal, noch ein Video. Missionsbesprechung beginnt. Moment. Überfallkommandos der Scavengers nähern sich unserer Basis. Verteidigen Sie die Basis und zerstören Sie anschließend die Lager der Scavengers. Ja, also ich hatte die Mission 1 eben schon mal gespielt. Konstruktion abgeschlossen. Habe ich gedacht, yeah, läuft gut und so. Besser als erwartet. Dumm, nein, 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 nicht da, nicht da. Ganz schlechter Ort. Dummerweise hat mir dann Fraps gesagt, nein, du darfst das jetzt nicht machen. Nein. Deswegen hau ich dir jetzt wunderbar ein ganz lautes Störgeräusch rein. Das soll da wegen mithelfen, ihr lahmen Idioten. Das so laut ist wie deine Stimme, deswegen mal überhaupt nichts mehr gescheit verstört, ja, versteht. Und lachen dich aus, ja. Scheiß Fraps. Oder scheiß Headset oder Soundcutter oder was auch immer es war. Auf jeden Fall. Ich hatte eine beschissene Soundstimmung drin. Das heißt, ich darf die erste Mission jetzt doch mal machen. Konstruktion abgeschlossen. Hat ja nicht lang gedauert, weil ich musste nur so ein paar Zivilisten erschießen. Das heißt Zivilisten. Oh, wie sind denn das noch? Oh, ja, schießt mal Einheiten nur kaputt, ja. Oh, was haben denn die für Reichweite, sag mal? Das ist schlimm. So, Kraftwerk, 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 Kommandozentrale, bauen wir da irgendwo hin. So, jetzt schießen wir da wieder die Blechhütten kaputt, weil wir so mächtig sind. Mit unseren Maschinengewehren können wir unsere Blechhütten kaputt schießen. Ja, unsere genau sind unsere Blechhütten. Nein, die gehören nicht irgendeinem anderen. Die gehören uns. Konstruktion abgeschlossen. Und wir haben Radar. Sehr schön. Sehr schön. Da brauchen wir. Was brauchen wir jetzt? Was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir. Jetzt brauchen wir eine Fabrik. Eine Fabrik bauen wir hier hin. Ja. Ja, kurz zu den Einheiten. Das sind unsere Einheiten. Wer jetzt gedacht? So, hier oben sieht man einmal den Namen der Einheit. Dann den Schaden, den sie schon erlitten hat. Wie viel Erfahrung. Was, glaube ich, pro getöteten Gegner zählt. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Noch eine. Und das sieht man dann in den Rang. Also das ist jetzt ein Neuling. Erkennt man auch an diesen schönen einen kleinen Pfeil nach oben. Später gibt es da noch andere Symbole. Das Rookie. Das ist jede neu gebaute Einheit. Konstruktion abgeschlossen. Das sind unsere Baufahrzeuge. Und wir bauen noch eine Fabrik. Wieder drei Stück, wie beim letzten Mal. Keine Ahnung, ob ich so viel brauche oder. Wahrscheinlich postet irgendein Pro-Über-Gamer 13.37 Spielern erstmal. Ey, Alter, voll der Noob du bist, ey.
Du musst ja 200.000 Stück von den Dingern bauen. Das ist wie Command & Conquer, da drückst du drauf und ist fertig alles, Wurst. Ja, in Command & Conquer war das wirklich so, den ersten Teil, wenn ich so recht überlege. Nein, Kraftwerk wollen wir nicht bauen. Was will ich denn bauen? Ich will ein Forschungslabor bauen, ganz da hinten will ich das bauen, ganz da hinten. Da hat man dann ganz viel über Bring gebaut und einmal draufgeklickt und schon ist fertig. Aber wir spielen kein Command & Conquer, nein, wir spielen Warzone 2100 und das Blinken geht mir auf die Nerven. Hier können wir unsere Videos nochmal anschauen oder Commander, die Ziele halt. Richten Sie in die, wenn man sie vergessen hat, suchen wir nebenbei. Dann im Wurstmenü, kennen wir schon. Momentan gigantische Auswahl an hochqualitativen Maschinengewehrfahrzeugen. Und wir haben schon wieder einen Kettenraucher dabei. Oh. Ach. Ihr seid so winzig. Ist doch scheiße. Und die kaputteste Einheit fährt natürlich wieder am weitesten vorne dann rum. Ist natürlich normal. Geh mal ein Stück weg da. Andere wollen auch mal jemanden erschießen. Egoistisch Arschloch. Und wir bauen. Nicht drehen. Bauen. Ah, schießen halt kaputt, Mensch. So, wir bauen Einheiten. 10 Stück? Ach, geht ja wieder nicht. Gehen ja nur maximal 9. Warum auch immer? Irgendjemand hat sich wahrscheinlich gedacht, 9 reichen doch völlig aus. Bau noch eine Fabrik, wenn du mehr haben willst, du Idiot. So, schießt das da mal kaputt, was auch immer das ist. Oder dann? Oh, dann stelle ich gleich mal noch die Bewegungseinstellungen. Die Sichteinstellung vor. Moment, wo baue ich das hin? Produktion abgeschlossen. Das bauen wir da hin. Produktion abgeschlossen. Also. Produktion abgeschlossen. Also man kann da so voll 3D-mäßig durch die Gegend zoomen und ran und weit weg und näher. Sieht auf höheren Auflösungen selbst natürlich noch besser aus, aber. Richtiges HD mit 1920x1080 schafft er nicht ganz. Dazu ist mein Rechner zu alt. Und hey, da fehlt noch einer. Außer ne, die haben schon einen kaputt geschossen. Abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Oh doch, scheiße. Egal. Da haben wir schon einen trained. Der ist natürlich besser. Und so gut wie tot. Ja, und schon wieder die Kettenraucher, ne? Das ist schlimm. So, was haben wir da alles fertig? Gut. Bauen wir noch eins. Kann nie genug Forschungseinrichtungen haben. Dann fangen unsere Laster einfach an, das Ding wegen mit ihrem Fernlicht anzuleuchten und dann ist es fertig, das Gebäude. Realistisch. Und können wir schon was erforschen? Nein, ne? Nein. Reichen die schon aus? Konstruktion abgeschlossen. Und wir bauen noch ein viertes. Warum auch immer ich so viel baue? Kann nicht schaden, viel zu bauen. Guck mal, wie schneller da jetzt. Wir haben es eilig. Ich will heute noch fertig werden. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Ah, das klingt doch schon. Es sieht aus, als würde es reichen. Wir greifen halt mal an. Ja. Macht es wie immer. So ähnlich wie ein CNC. Ich greife mit viel zu wenig Einheiten an. Verliere dann die Hälfte. Richte mich erstmal auf. Baue noch 2 Einheiten. Greife mit der anderen Hälfte an. Verliere die auch noch. Dann kommt der Feind und überrennt mich. Da habe ich verloren. Huch. Geniale Taktik.